Auch wenn es erst die Rampenlichtstunde gab mit Schmerbe, werden wir heute Magbrand nehmen. Also Schmerbe, ich habe eine Resistenz, eine Schwäche gegen Typ Boden. Das kann schon nervig werden. Schauen wir mal, vielleicht haben ja nicht allzu viele Leute ein Velsa gepusht. Okay, und das habe ich sowieso für PvP vorbereitet sozusagen. Also das bietet sich ideal an, dass wir das gerade in dieser Zeit hier haben. Für den Fun Cup, aber ansonsten bin ich da eigentlich, ja, auch wenn ich sehr viel Sternenstab habe, eher etwas sparsam. Feuerwirbel passt, denn wenn man sich das mal durchrechnet, angenommen, Psychokinese kannst du auch haben, angenommen, man hat 100 Pokémon auf Level 40 gepusht, von Level 40 auf 50 kostet jeweils 250.000 Sternenstaub. Und das ist ja krass, genauso wie bei Elevoltec. Heieiei, okay, und da haben wir Feuerschlag. Von Level 40 auf 50 kostet 250.000. Das sind bei 10 Pokémon 2,5 Millionen, bei 100 Pokémon 25 Millionen. Und ich habe 36, also ich könnte gerade mal so irgendwie 100 Pokémon komplett hoch pushen. Und hier haben wir Magbrand. Ansonsten, ich habe leider keine Auswahl. Vielleicht dieses Alola Raichu, aber das ist im Raid gefangen und hat keine guten EV. Jedoch Alola Raichu habe ich auch noch nicht. Für die Superliga zum Beispiel. Und laut Kommentaren, ich habe es aber nicht getestet, kann man wohl auch getauschte Pokémon, die in Season 5 gefangen wurden, verwenden. Also nicht alte, das wäre krass. Einfach alte Pokémon nehmen und dann tauschen. Das ist nicht möglich, aber wenn mein Tauschpartner, meine Tauschpartnerin das in Season 5 gefangen hat, wäre durchaus nett gewesen, wenn Niantic uns das gesagt hätte. Und man merkt schon, wie populär diese Liga ist. Ich bin von den Punkten her, die ich nicht sehen kann, bestimmt ganz weit unten. Ultrigaria, hey, eine schöne Führung. Okay. So. Und Knuddeluff wäre hier schon viel besser gewesen. Jedoch, meine Denkweise war hier mal wieder, dass ich definitiv mit Velsa nicht gegen Ultrigaria kämpfen möchte. Das war vermutlich die falsche Entscheidung. Und ich werde nicht ködern. Ich brauche hier entweder den Schild oder den Schaden. Wenn du nicht schildest und der Köder landet nicht, dann wäre das schlecht. Okay, du schildest. Farmst du jetzt eventuell sogar runter? Nein, farmst du nicht. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, eventuell würde ich mit Knuddeluff rein, also auf Knuddeluff wechseln. Dann habe ich zu spät geschnallt. Das habe ich zu spät geschnallt. Aber ansonsten dachte ich, muss das Velsa vielleicht gegen eine Ultrigaria kämpfen. Na gut, dann machen wir das mal so. Immerhin habe ich jetzt einen Schildvorteil rausgeholt. Du hast dafür den Wechselvorteil. Und ja, kannst nun mit einem weitaus besseren Pokémon hier gegen mich kämpfen. Wie machen wir das nun? Wie machen wir das nun? Ich ziehe dir noch den zweiten Schild. Und dann haue ich ab, würde ich sagen. Ah, der Wechsel wäre schon wichtig gewesen, dass ich das Ultrigaria hier dran pinnen kann. Okay. Und schauen wir mal, was Feuerschlag so kann. Donnerblitz ist die Community Day Attacke. Nidoqueen, wie schnell wirst du Energie haben? Oh, perfekt. Du hattest ja keine Schilde mehr. Das hatte ich nicht am Schirm. Jetzt einfach schilden und dann sollten es die Feuerwirbel und danach der Feuerschlag hoffentlich erledigen. Aber Erdkräfte ist schon ein starker Move. Der tut auf jeden Fall weh. Und die nicht sehr effektiv, seht euch das an, nicht sehr effektiv. Und ich gehe auch relativ schnell in die Knie. Und mein Velsa ist bei beiden Typen schwach gegen Pflanze, von daher, das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Kann in die Hose gehen, diese Denkweise. In dem Fall bei einem Duodino hätte ich auf jeden Fall sofort Knuddeluff reinholen müssen. Okay, aber genug die Kämpfe kommentiert. Wir haben da einfach ein bisschen Spaß, sehen uns an, was die Gegner so haben. Übrigens, Duodino auch. Ein nicht so häufiges Pokémon, würde ich mal sagen. In Season 5 hier gefangen. Und wegen Lapras, genau, hat mich so gewundert. Aber offenbar war Lapras im Raid. Was ich nicht so ganz mitbekommen habe oder einfach
vergessen habe. Und diese verschiedenen City-Spotlight-Events und so weiter, die regionalen Events, habe ich schon kritisiert, das finde ich unfair. Ja, für so einen Fun-Cup dürfen Leute in anderen Regionen andere Pokémon abfarmen. Aber ich meine, was heißt schon fair? Das ist ja hier eine gemütliche Season, sage ich mal. Und was ich eher unfair finde... Ey, genial! Der Erl ist auf meiner Seite. Was ich eher unfair finde, ist, dass die Australier schon farmen dürfen ohne Ende. Boah, und da habe ich direkt eine ordentliche Attacke von Aerodactyl abbekommen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe es ja selbst gespielt im Flugcup, hast du nur Gesteinattacken. Ein Köder würde sehr wehtun, also Versuch, ja. Einen zweiten würde ich vermutlich nicht mal überleben. Ein Köder würde sehr wehtun, also muss ich auf Blizzard gehen. Na, schauen wir mal, vielleicht schilde ich sogar einmal. Oh, perfekt, seht euch das an. Stellt euch vor, ich hätte geködert. Ah, das würde so wehtun. Und jetzt kommt dieser Knosp rein. Drei Sofortattacken. Ich gehe auch sofort, dass die Wechseluhr nicht runterläuft. Das hast du gut gemacht für mich, dankeschön. Aber ich sehr effektive Feuerwirbel. Und Feuerwirbel ist eigentlich eine Attacke, die auch Sofortattackenschaden macht. Ich sehr effektiv, deine Attacken nicht sehr effektiv. Und im Grunde machst du mich schneller kaputt als ich dich. Das ist recht verrückt, würde ich mal sagen. Aber gut, ein Shiny dieser Knosp. Das musst du jetzt so gefangen haben, ein Random Shiny. Eine Glückwunsch dazu. Boah, du gehst ja wirklich aufs Ganze hier. Wer kennt sie nicht, diese effektiven Feuerattacken gegen ein Elektro-Pokémon? Man kennt sie, aber lustig, Elevoltik hier am Start. So, jedoch da muss ich sagen, häufig nicht sehr optimierte, zumindest augenscheinlich optimierte IV. 1478 bei einem Community Day, da hat man ja doch, also zumindest die Pokémon habe ich ordentlich mich drum gekümmert, dass da gute IV am Start sind, wenn man den ganzen Tag nur die fängt. Und ja, ich meine, 1500 bedeutet nicht automatisch, dass man dadurch die perfekten IV hat, aber sowas wie 1470, das lässt schon darauf schließen, dass es relativ miese Verteilungen sind. Und ich auch jedes Mal, wenn ich das anspreche, kommen so gute Vorschläge in den Kommentaren. Ich würde mir einfach, ich meine, es ist ja nicht so, stellt euch vor, es gäbe so ein anderes Pokémon-Spiel, wo man seine Level 100er Pokémon verwenden kann und die werden einfach auf Level 50 runterskaliert. Stellt euch das mal vor, das wäre ja bahnbrechend. Moment, die Regie sagt mir gerade, das gibt's schon? Ach, was ihr nicht sagt, aber ich kann auch sagen, hey, 3 von 3 Führungen bisher. Oder ich weiß gar nicht, ist es gewonnen? Doch, würde ich schon behaupten. So, wir bleiben da noch ordentlich drin. Und nun Abmarsch. Was wollte ich sagen? Und zwar wollte ich sagen, das ist Niantic ja wirklich lieb, dass wir hier andauernd Sternenstab ausgeben, jedes Pokémon 3-mal haben müssen und so. Das ist ja kein Zufall. So, Niantic möchte Sternenstab loswerden. Aus der Ökonomie. Die möchten, dass wir... Ich hätte mir mehr Energie holen sollen. Die möchten, dass wir mehr farmen, mehr spielen, mehr Sternenstücke ausgeben und so weiter und so fort. Okay. So, und 3 Ligen, verschiedene Cups. Ich habe einen 1500er Magbrand. Ich habe einen 2500er Magbrand. Ich habe einen Meisterliga Magbrand. Alles zusammen. Das mag Niantic. So, was war da nochmal? Panzeraeron war vorne, okay. Dann gehe ich hier mit Knuddeluff rein. Hört sich vielleicht doof an und schilde hier nicht, dass ich die Attacke abfange. Ja, Niantic mag das. Niantic liebt diesen Trick. Boah, du gehst blind und dann auch noch auf die richtige Attacke. Naja, stimmt, Pflanze würde ja keinen Sinn machen gegen mich drüben. Bitte nicht runterfarmen. Okay. Oh, ich bin draufgegangen. Schade, weil ich den Charm noch eingeleitet habe. Aber ich müsste beide Schilde haben, oder? Du aber auch. Hast du beide Schilde noch? Uff. Ja, das tut schon weh. Und genau aus diesem Grund, diese Pokémon, die sind nicht brauchbar in der Superliga. Ne, Elevoltik nicht, Magbrand nicht. Seht euch das mal an.
Meine Attacken sind sehr effektiv. Wir haben beide 3 Zug-Sofort-Attacken. Und das Ding macht mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr Schaden als ich. Mit dem Sofort-Attackendruck. Das ist heftig. Das ist einfach nur heftig. Da machst du nichts. Da machst du auf jeden Fall nichts. Und weil da vorhin eine Sofortattacke reingemogelt wurde, dann verliere ich das jetzt vermutlich. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber wäre schon schön, wenn diese Pokémon ein bisschen mehr aushalten würden und man die dann auch verwenden könnte. Na so. Gleichstand. Nein, du hattest deine Attacke ready. Ach, ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Da kann man nichts machen. Ja, aus dem Grund, die Verteidigung ist so wichtig. Deshalb, ich meine, seht es euch an. Azumarill, Nachtara, Bolterus, Panzeron, Deoxys, Verteidigungsform. Warum wohl die Verteidigungsform, hm? All diese defensiven, bulky Pokémon, die sind im PvP so wichtig. Und deshalb ist es auch wichtig, Angriff niedrig halten. Denn im Extremfall, sagen wir Bronzel, hat man dann 3 Angriff weniger. Dafür 12 Verteidigung und 12 KP mehr. Man tauscht 3 Attribute gegen 24, übertrieben gesagt. Und man merkt es wirklich hier, wenn man auch solche Pokémon mal verwendet. So ein Magbrand, wie das einfach nichts aushält. Bei nicht sehr effektiven Attacken, bei neutralen Attacken. Es ist völlig egal. Das Ding geht in die Knie. Okay. Noch ein Panzeron hier am Start. Ein sehr häufiges Pokémon. Ja, merkt man fast gar nicht, dass ich sehr effektiv bin und du nur neutral bist. Da ist echt kein Unterschied, was die Verteidigung so anbelangt. Gut, schauen wir mal, was du machst oder reinholst oder bleibst du drin. Denn ich glaube, ich komme auch immer schneller zu den Attacken. Wenn mich nicht alles täuscht. Na, also schauen wir mal. So, der Finger ist beim Wechsel. Und da ist auch schon... Oh, ein Azumarill. Da hätte ich eigentlich für eine Elektroattacke noch drin bleiben können. Einfach mal ein Azumarill. Ich habe nicht mal ein einziges Meryl gefangen, muss ich zugeben. So, mit Eisstrahl. Okay. Azumarill ist ultra teuer. Da muss man... Das muss man nämlich momentan noch auf, so auf Level 40 bringen. Später dann sogar auf Level 50. Superliga ist die günstigste Liga. Meisterliga, da braucht man Max-Level-Pokémon. Eine Superliga? Nö, 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 da nicht. Okay. Ich habe überhaupt nicht mit einem Azumarill gerechnet. Muss ich ehrlich zugeben. Vermutlich wäre es schlauer gewesen, meinen Knuddeluff reinzuholen. Dass es dann nicht gegen Dingenskirchen kämpfen muss. Okay, wenn ich Glück habe, überlebe ich noch den Eisstrahl und komme zu einer Schlammbombe. Nein, das werde ich nicht überleben. Also ich werde nicht zu der Attacke kommen. Haarscharf nicht. Das ist ärgerlich. Na gut, dann machen wir mal das und holen uns hier ein bisschen Energie. Und den Schild hebe ich mir für Magbrand auf, weil das Ding einfach nichts aushält. Hätte ich vermutlich Knuddeluff reinholen sollen. Na, das steckt. Steckt schon gut weg. Jetzt kommt es auf dein drittes Pokémon an. Was hast du da hinten drin? Das Panzeron kommt raus. Ich riskier's. Und hol mir zumindest mal den Schild offenbar. Na komm, hol ein... Ich weiß nicht. Jetzt noch ein Altaria oder ein Bolterus oder ein Nachtara oder ein... Oh, ein... Das ist nicht das Nachtara, welches ich gedacht hätte. Aber auch ein Unlicht-Pokémon. Ja, das ist schon ein feines Team. Das kann man auch definitiv in der normalen Superliga sehen. Und wenn man das so rückwirkend betrachtet, war es vielleicht doch nicht so Dingenskirchen bezüglich Knuddeluff, denn das habe ich jetzt noch hierfür. Leider wirst du aber zu noch einer Attacke kommen, befürchte ich. Weil du drüben so gut farmen konntest. Oder die Server sind auf meiner Seite und du bist jetzt kaputt. Okay. Wird der Eisstrahl reichen? Der Eisstrahl muss reichen. Wie viel hat das Panzeron noch? Habe ich noch ein paar Feuerwirbel vorhin durchbekommen? Nein! Nein! Okay, sehr schön. Sauber. Einfach mal ein Azumarill hier gesehen. Lange hat es gedauert, aber das war jetzt mein erstes. Also so häufig sind die definitiv nicht, wenn das die normale Superliga gewesen wäre. Dann Azumarill ohne Ende.
Jedoch wirklich durch die ganzen Events, ich habe so viel Rauch angemacht und ich hatte echt viele Fänge in den letzten Tagen. Kein einziges gesehen. Amoroso, das ist definitiv nicht so rosig. Ich wollte in Wahrheit nicht zu einer Attacke ausholen, dass ich noch 2 Sofortattacken kassiere. Aber gut. Wir gehen auf Blizzard. Wir gehen auf Blizzard. Nö, das wollte ich definitiv nicht. 2 effektive Sofortattacken von Amoroso kassieren. So, du steigerst dich mal rauf. Und jetzt bekomme ich entweder ein Schild, was gut wäre. Oder ich bekomme ordentlich Schaden, was ich auch nicht schlecht finde. Boah, du schildest sogar. Hätte ich jetzt noch nicht gedacht. Na gut. Dann mache ich hier noch ein bisschen Schaden. Bevor du bei Schmarotzer bist. Danach kommt Knuddeluff rein und räumt da mal ordentlich auf. So. Perfekt. Dass du auch noch eingesetzt hast. Bitte der Nachthieb. Bitte der Nachthieb. Bitte der Nachthieb. Nein, Steigerungshieb. Und jetzt kannst du ordentlich Energie holen. Das ist nicht schön. Das ist wahrlich nicht schön. Bitte keine Attacke mehr. Ach, komm schon. Aber das wird vermutlich sowieso der Steigerungshieb sein. Gegen Nachthieb habe ich eine... habe ich Nachthieb gesagt? Schmarotzer habe ich eine Resistenz, aber trotzdem ordentlich Schaden reingedrückt. Toller, die Waldfee. Gut. Der Panzeron kommt hinein und ich kann rausgehen. Danke dir fürs Mitspielen. Amoroso? Ja, kann man mal machen. Auf jeden Fall. Capuno. Hey, was ist denn da los? Ich meine, das ist zwar kein legendäres, aber immerhin mal besser als 7 Hydropi hintereinander. Ne, genial. Ich meine, Hydropi würde ich mich sogar freuen, wenn wir das Update schon hätten und XL-Bonbons sammeln könnten, aber nö. Die Australier holen sich jetzt im Event schon 500 Carpador XL-Bonbons und haben dann sofort ein Level 50er Garados im PvP. Und bis es bei uns da ist, gibt es kein Carpador mehr. Ist da alles E-Sport-mäßig, auf jeden Fall kompetitiv. Sehr bereit dafür. Finde ich echt krass, so ein öffentlicher Beta-Test. Und die dürfen schon alles behalten und so lange. Ich würde auch gerne, wo kann ich mich anmelden? Ich bin auch, Leute, ich bin, habe ich gesagt Austria? Nein, ich bin Australia. Ah, das habt ihr all die Jahre falsch verstanden, Niantic. Ich bin Australia. Bitte gebt mir auch diesen Level-Test. Ich will auch schon XL-Bonbons sammeln. Ich muss wirklich sagen, das nervt mich momentan ein bisschen so. Ich würde auch schon gerne mitmachen. Bei den großen Jungs und auf dem Weg zu Level 50 zocken. So. Okay. Was werden wir da machen? Ein Zwirklop. Ein erlöstes. Schauen wir mal, wie schnell du Energie hast. Ich habe keine Ahnung von dir. Wir machen noch eine Sofortattacke und versuchen dann eine Geisterattacke mit Knuddeluff abzufangen. Oh, ja, in der Theorie war das schon mal nicht so schlecht. Schauen wir mal, ob es auch wirklich eine Geisterattacke ist. Komm, 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 komm. Nein, das ist definitiv keine Geisterattacke. Aber Ice Heap gegen ein Dingens... Oh, was? Meine Charme haben viel mehr gemacht. War das Rasierblatt? Das war definitiv keine Geisterattacke. Vielleicht hast du nur eine Attacke. Das kann natürlich auch sein. Denn Eis gegen Magbrand... Da sage ich nur Eis, Eis, Baby. Das, obwohl, das hätte vermutlich trotz Resistenz ordentlich Schaden gemacht. Eben weil Magbrand keine Defensive hat. Es ist so krass. Irokex, okay. Das wird vermutlich ordentlich drücken mit den Sofortattacken. Wir machen 1, 2, 3, 4. Und okay. War vermutlich der Steigerungshieb. Aber trotzdem, jetzt wirst du vermutlich wechseln und dann ist die Steigerung mal unnötig. Und das ist nicht schlecht. Okay, du bleibst drin. Jawohl, einen abbekommen. Oh, ein Bibor. Ein Shiny Bibor? Wo gibt's denn das? Krasse Sache. Die Person muss ein... Schilden, um deinen Schild zu holen? Nein, ich glaube nicht. Die Person muss ein Shiny Hornliu gefangen haben. So, anders kann man sich das nicht erklären. Na gut. Ich will nicht, dass du noch eine Attacke einsetzt. Deshalb setze ich sofort ein. Einfach mal so ein random, nicht Community Day, Shiny Hornliu. Ah, du schildest sogar. Dann werde ich einmal schilden und runterfarmen. Ah, schade, ich habe nicht ausgeholt.
Das finde ich nicht so nett, dass ich nicht ausgeholt habe. Aber du schaffst keine weitere Attacke. Dann ist das in Ordnung. Na so, jetzt kommt wieder das Ding rein. Boah, wirklich, ich meine, ja, Konter ist ein starker Move. Ne, keine Frage, aber es kann nicht sein, dass ein nicht gesteigerter Konter mich hier schon so kaputt macht. Gut, Velsa, ne, zeig, was du drauf hast. Schlammbombe plus runterfarmen. Sind wir mal ehrlich, das ist der Steigerungshieb. Oder, jawohl, das ist der Steigerungshieb. Der erste tut noch nicht so weh, dafür tun jetzt die Konter viel mehr weh. Oh, ich hoffe, das macht genügend, dass ich jetzt farmen kann. Komm schon. Und hinten drin ein Pokémon, welches ich mit Blizzard one-shotten kann. Hm, das wird eng. Boah, das wird ganz eng. Okay, ich glaube, ich schilde. Ja, ich schilde. Das ist schon ein gesteigerter Steigerungshieb und... Oh, Schmarotzer sogar, das war sehr gut. Das war sehr gut. Du bleibst noch drin, um mir Energie zu geben. Na, alles klärchen. Ha. Schade. Zwei werden vermutlich nicht mal reichen, oder? Zwei Schlammbomben. Nein, werden sie nicht. Wechsel ist auch nicht rum. Schade, ich habe es nicht mal opfern können. Heieieiei. Na, aber ist das schon Erdbeben? Das ist Steinhagel. Okay. Das ist Steinhagel. Nun setze ich die Attacke ein und wechsle dann rüber und hoffe, dass es kein Fehler ist. So. Und jetzt rüber da. Okay, Flunschlick, weg mit dir. Das sind schon sehr starke Pokémon, muss man echt sagen. Galar Flunschlick hat man auch nicht alle Tage einfach so. Dann Irokex, ja, starkes Pokémon. Und was war noch? Irgendwas war noch. Was waren da noch? Jetzt sag schon. Was ist da passiert? Ich habe gewechselt. Dann hast du gewechselt. Ah, Bibor, genau. Das war ein solides, normales Superliga-Team, muss ich echt sagen. Also von der Zusammenstellung weiß ich nicht so, aber die Pokémon im Einzelnen, ne, schon sehr fein. Hypno. Okay. Jetzt seht euch an, wie viel eine Konfusion machen wird. Naja, hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Okay, das ist kein Krypto. Das ist kein Krypto. Ja. Nein. Du musst... Ach, komm. Wieso musst du... Du musst Feuerschlag nicht einlochen. Es reicht völlig, wenn ich da 7-mal drücke. Du musst es nicht machen. Überhaupt nicht. Gut, ich wusste gar nicht, dass Feuerwirbel ein Vierer-Move ist und die Konfusion vor meiner Attacke ankommt. Sehr interessante Sachen passieren hier gerade. Gut. Du wirst doch wohl nicht... Was wirst du haben? Oder machst du zwei hintereinander? Komm schon, Knuddeluff, hol doch aus. Hey, vielleicht hast du jetzt zwei hintereinander. Das war echt uncool. Ich wollte einmal einsetzen und dann rauswechseln. Fokusstoß. Okay, mit sowas rechne ich nicht. Mit sowas rechne ich natürlich nicht. Aber muss man am Schirm haben. Definitiv. Da kommt einfach mal ein Fokusstoß. Jedoch, ich hätte auch nicht gleich auf null Schilde gehen können. Schauen wir mal. Eventuell kann ich das noch machen mit einem Velsa. Nein, das kann ich definitiv nicht mehr machen. Außer wenn die Wechseluhr jetzt vielleicht rum ist. Ist sie rum? Nein, sie ist nicht rum. Dann sage ich da mal Tschüss mit Ü und Ciao mit Au. Velsa ist nicht verwunderlich. Nach einer Schmerbe, Rampenlichtstunde und auch so. Warum habe ich Schmerbe in 100% mit dem Pokéball gefangen? War das ein zufälliger Spawn oder gab es die häufig? War das bei irgendeinem Event geboostet? Ich weiß gerade gar nicht. Aber momentan auch Macho ist geboostet. So viele gute Pokémon, für die ich gerne XL-Bonbons hätte. Und irgendwie das Fangen aktuell. Es ist so... Man kommt sich so doof vor irgendwie so. Ja. Cool, heute wieder 300 Pokémon gefangen. Das könnten schon 150 XL-Bonbons oder so sein. Aber nö. Die Australier. Die werden ordentlich abgehen, sofern denn Level 50 im PvP erlaubt ist. Oder Bronzel. Gibt es aktuell in der Feldforschung. Hätte ich auch ganz gerne für ein Level 50er Bronzong oder so in die Richtung Level 50. Für die Hyperliga. Nö. Ich habe heute per Zufall eine davon abgeschlossen. Hab das Bronzel, aber
noch keine Möglichkeit auf XL. Ja, es wird bald kommen, vermutlich, jedoch trotzdem ein wenig nervig, muss ich ja schon zugeben. Okay, nun werden wir mal... Ich werde nicht ködern. Werde ich ködern? Nein, wir ködern nicht. Wir setzen Donnerblitz ein und wechseln danach, aber glaube ich, weil ich Angst habe... Ach, ich bleibe einfach mal drin. Oder? Ah, das tut schon weh. Und ich weiß nicht, wie schnell Noctu Energie hat. Ich wechsle jetzt raus. So, denn ich überlebe. Ich überlebe mit Magbrand leider nichts. Genau, das dachte ich mir nämlich schon. Ist auch krass. Sofortattacke noch. Boom, rein und dann direkt die Ladeattacke. Das ist die Doppelkombo. Sehr schön. Und was haben wir? Ein Rexblizzer. Interessant, interessant, interessant. Werde ich schilden? Soll ich schilden? Nein, das Ding hat schon 17 Attacken gefühlt. Ich komme dann rein mit Magbrand. Werde einmal schilden und runterfarmen. Machen wir das so, aber ich warte noch kurz, glaube ich. Oder will ich, dass die Wechseluhr schon rumgeht? So. Rein da. Boah. Energie ohne Ende. Vielleicht schaffe ich nicht mal runterfarmen, weil Magbrand nicht so eine Attacke ausholt. Du brauchst einen Zug, ich brauche einen Zug. Warum ist es manchmal so und manchmal nicht so? Ich versuch's, es wird nicht klappen. Oh, es klappt doch, sehr schön. Gut. Wollen wir ködern oder wollen wir nicht ködern? Vielleicht kommt ja nicht mal Noctu rein. Aber ich glaube, wenn ich nicht ködere, kommst du auf jeden Fall zuerst zur Attacke. Was hast du noch? Wir ködern. Ah, obwohl du bist mittlerweile echt schon weit unten. Da hätte ich auch Feuerschlag. Das hätte auch gut Schaden verursacht. Einfach Feuerschlag. Zweimal hat es nicht geklappt. Okay, und noch ein Iro-Kex. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Blizzard macht. Du wirst vermutlich einmal Steigerungshieb und dann Schmarotzer. Oder wird ein Schmarotzer schon reichen? Das kann ich mir ja wohl doch nicht vorstellen. So, du gehst zuerst auf Schmarotzer. Du brauchst auf jeden Fall zwei Attacken. Okay, oder vielleicht hast du auch nur eine Attacke. Das ist der Fang-Cup. Da darf man davon nichts ausgehen. Und muss auch Fokusstoß. Das ist so eine doofe Reichweite. Seht euch das an. Okay, das war vielleicht auch doof. Ich wollte in Wahrheit kurz aufhören anzugreifen, dass Magbrand dann noch farmen kann, aber sie hat einfach nicht eingesetzt. Na gut, schauen wir mal. Ja, du wirst jetzt hier runterfarmen. Ich komme nicht zu Blizzard. Schlecht getimt. Das war alles leider sehr schlecht getimt. Das hatte noch so ein paar KP, dieses Iro-Kex. Na gut. Dann... Oh! Okay, Moment mal. Wie viel Energie hat Noctu? Das wird aber bestimmt noch einen Himmelsfeger ready haben. Komm ich zu dem Feuerschlag? Nein, komme ich nicht. Schade. Schade, schade. Schokolade. Ein einziges Mal nur ködern. Einmal von beiden Malen. Schauen wir mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Ihr habt mich überredet. Ich bin jetzt Team Köder. Nein, bin ich nicht. Aber in dem Fall hätte ein Köder ja nicht so wehgetan. Oh, sogar der Shiny Flex. Du hast in Season 5 ein Shiny Panzeron gefangen. Und bleibst du drin? Nein, nein, nicht Knuddeluff. Wo bin ich jetzt reingegangen? Ist beides doof. Ist beides ehrlich gesagt doof. Aber okay, auch hier darf ich mir keinen Köder erlauben. Golbat ist nervig. Da hätte ich einfach drin bleiben sollen, ehrlich gesagt, oder? Golbat ist ja mal ultra nervig. Oh, oh, ich bin doch nicht Team Köder. Leute, seht euch an, was passiert wäre, wenn ich geködert hätte. Wie könnt ihr nur ködern? Ich verstehe das nicht. Wie kann man nur ködern und noch ruhig schlafen? Ich kann das nicht verstehen, aber gegen Noctu, das war wirklich doof. Feuerschlag. Und dann, weil es mit Sofortattackenschaden auch schon so weit unten war. Da, okay, da nimmt sich die Schilde in die nächste Season mit. Das ist auch in Ordnung. Das passt auf jeden Fall. Oh, schade. Hättest du mich nicht besiegen können? Gut, du hast auf jeden Fall eine Attacke ready. Und hol aus. Jawohl, endlich hole ich mal aus. Sehr schön. Denn das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Mit etwas Glück bist du kaputt. Nein, doch nicht. Aber dort ist keine Attacke mehr. Ready. Ele Voltec. Sehr schön. Noch eines.
Ist aber auch nicht verwunderlich. Ich hätte mit viel mehr Ele Voltec und Magbrand gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Na gut, machen wir es nicht so. Ne, spannend für den Kollegen. Und gehen hier direkt mit meinem Knuddeluff hinein und bauen ordentlich. Oh, Eissieb. Na, okay. Dann hast du entweder nicht die Community Day Attacke oder keinen Stromstoß. Jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Ich sollte auf jeden Fall beides überleben. Bin ich mir ziemlich sicher. Flammenwurf. Okay, dann hast du Eissieb und Flammenwurf. Interessant. Ich glaube, Stromstoß ist schon viel krasser. Also ohne Stromstoß Ele Voltec zu spielen, da würde ich eher Flammenwurf wegpacken anstelle von Eissieb. Aber ich kann es natürlich verstehen, wenn man diese Event-Attacke nicht wegpacken möchte, beziehungsweise jeder hat so eine andere Spielweise. Und ich sage nicht nur, weil ich Stromstoß gerne spiele, dass das das Beste ist. Macholo. Hätte ich gerne XL-Bonbons dafür. Ach, ich bin ja noch nicht in Australien. Schade, schade. Schoko zu der Lade. Das ist immer Australien. Immer. Jeder Test. Ich meine, unabhängig davon, dass manche davon auch schlecht waren. Zum Beispiel der Pokécoin-Test am Anfang. Später war der dann genial. So gratis Münzen ohne Arenen für Nicht-Arena-Spieler. War das fein. Und jetzt eben dürfen die eine komplette Level-Erweiterung. Ich komme noch immer eigentlich nicht drauf klar, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Na gut, aber die Folge, würde ich mal sagen, ist zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.